eins sind, ja, zum Beispiel hier, sind dann auf jeden Fall, aber die machen zu viel Aua. So, denn das Gute ist, wir können jetzt endlich mit den T2-Dingen anfangen. Wenn du liegst, wir machen, ich habe jetzt alle Skills durchgefeuert und der ist nicht mal gerade so die Hälfte. Das ist, glaube ich, nicht mal einmal Crit oder so, ne? So, hier ist kein Zombie. Das Problem ist, wenn ich den jetzt ziehe, dann kommt der Fuchs nämlich auch und dann wird das ernst. Deswegen mache ich das so. Gut. Gut. Das Gute ist, wir finden halt. Nein, nein. Wenn ich einen Fuchs nehme, dann. Ach Quatsch. Wenn ich einen Trank zünde, dann bekommen wir, weil die droppen echt gut, die Tränke, bekommen wir halt wirklich so gut wie fast immer einen wieder. Aber wir finden schon gutes Zeug. Ah gut, das geht schon. Und mal hat hier zwei Tränke. Natürlich. Gut. Brauchen wir also noch einen. Ich hoffe mal. Sehr schön. Also wenn er crittet. Also wenn wir critten, das ist natürlich optimal. 8 Stück brauchen wir. Boah, shit. Okay. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Ich habe jetzt gedacht, 6 Stück. Das geht klar. Weil die kommen in eine Gruppe. Der kommt in einer Gruppe. Da hinten auch. Ich meine, ich würde gerne wirklich einen König probieren. Also einen Boss. Die kommen auch in einer Gruppe. Der könnte. Da ist sogar ein Boss. Krass. Das könnten wir Glück haben. Genau, haben wir sogar Glück. Aber. Nee, auf jeden Fall nicht. Füchse und dann sollten wir erstmal alles gemacht haben, was in unserer meiner Macht steht. So, sehr schön. Das gehen wir ab. Ja, gut. Wir brauchen jetzt 8 Füchse. Okay. Haben 61% und 11 Gold. Das ist gut. Das ist wirklich gut. So, Füchse ist so ein Ding. Die machen nämlich ganz gerne zum Debuff, dass wir, glaube ich, werden wir bestimmt sehen. Ich glaube, Ausweichen oder irgendwas war das auf jeden Fall, wo wir dann weniger haben, prozentual. Aber die droppen echt gut. Die droppen viel. Das ist sehr schön. Das Problem ist auch der Spawn-Delay. Es dauert relativ lange, bis die hier spawnen. Also rein theoretisch, wenn man wirklich krass ist, kann man sehr, sehr viel farmen. Ja, was farmen, aber ich meine jetzt so bei den Bossen halt, ne? Kann man nämlich einmal eine Runde machen und ich glaube genau, das habe ich schon mal gemacht. Dann habe ich alle Bosse halt getötet und genau, jetzt haben wir hier gerade sehr, sehr schön. Naja, sei es drum. Und habe ich halt eine Runde gemacht und konnte dann wieder neu anfangen. Und das würde ich auch gerne machen, um herauszufinden, wie viel man oder was man bekommt alles, wenn man farmt. Ne?
schon in einer Stunde oder so. Ich meine, das kann man ruhig mal machen. Ich glaube, es... Ja, ich weiß gar nicht. Also ich würde auf jeden Fall nochmal reinkommen. Also wir kommen auf jeden Fall nochmal wieder, wenn ich das eine Set habe, was ja umsonst ist und was wirklich gut ist. Und wir müssen auf jeden Fall mehr critten. Ich meine, wir critten ja schon gut. Aber... Oh, wird das voll gut, dass es droppt. Oh mein Gott, das freut mich sogar. So. Und zack. Dann brauchen wir noch den und den machen wir auch noch. Sehr schön. Also wenn es crittet, dann haut es auch rein. 961 Damage, das ist schon echt gut. Brauchen wir noch einen und sind wir jetzt eigentlich so gut wie möglich fertig. Gut. Das hätten wir auch. Zombie-König. Brauchen wir einen. Ist aber sehr, sehr, sehr anstrengend. Wird das auf jeden Fall. Weil der gute... Achso, dann lieber nicht hingehen. Ja. Der... Wie soll ich das sagen? Macht halt, glaube ich, vierter ein. Dass man da wegrennt. Ich glaube schon. Ne? Ich glaube schon. Ja, und dann rennt man halt hin und her und weiß nicht wohin und... Holt am besten noch die anderen Mobs und dann war es das auch. Also wir werden das so machen. Ich glaube ab Level 35 gab es das eine Set, die Quest dafür. Dann müssen wir eh den König machen. Ich hoffe eher nicht. Wir müssen es auf jeden Fall machen. Dafür kein Weg vorbei. Ja, schauen wir mal. Und wir haben einen Bug, das ist sehr, sehr schön. Fingerstab. Ja, komm. Oh, das war gut. Es kommt natürlich die nervige Fledermaus. Ist ja furchtbar. So, wir brauchen noch, was war denn das jetzt? Einen scharfen Exern. Da machen wir auf jeden Fall. Komm her. Nischt. Kein Problem, machen wir den nächsten. Ach, guck mal, Zombie. Zombie. 4 Stück. Easy. Ist ja furchtbar, also es ist ja wirklich... Hässlich. Der Bug. Scharfe Extra. Den haben wir auch. Sehr schön. Dann haben wir das nächste. Königstab. Alrighty. So. Gut, die zwei Zombies machen wir noch, damit ich gucken. Ich meine nämlich gucken, wie viele Erfahrungspunkte man davor bekommt. Ich meine, es ist sehr, sehr wenig. Aber man muss es ja ausprobieren, ne? Und hier wäre nämlich schön ein Fuchs und so, den hätte ich gerne gemacht, aber... So, schauen wir mal. Hm? Zombie Meister. War der nicht hier? Zombie Ritter. Zombie Ritter. Holy Macaroni. Okay. Gut.
Wiederholbar? What? Okay, da kommen wir wieder. Ich würde noch gerne... Es ist super nervig, oh mein Gott. Na gut, eigentlich reloggen, aber ich habe keine Zeit, dann müssen wir es leider so... Oh, das ist weg. Wenn man im richtigen Winkel ist, dann geht das weg. Cool. Ja, hier kann man auch eine Fläche machen. Oh Mann, Zombie-Meister. Naja, sei es drum. Das machen wir irgendwann. Hat der eine Windel an oder so eine Hose? Lol. Schade, jetzt sind sie mir zuvorgekommen. Das ist natürlich das einzige große Problem, dass die das hier so gerne machen. Zombie. Nein, nicht Fliegenstab. Ich glaube, das ging sogar mit dem Warten. Bin mir da jetzt gar nicht sicher. Oh, Mobklau. Ihr habt's gesehen. Oh mein Gott. So, das nehmen wir auch mit. Sehr schön. So, gucken wir mal. Nein. Wir sind aber sehr Schreinfackel. Jetzt brauchen wir ihn. Jetzt geht es nämlich langsam aber sicher los. Und dann kriegen wir bald Zombie-Ritte. Oh mein Gott. Das ist gut. Da gehen wir gleich hin. Grafuchs, ja. Naja, sei es drum. So, dann haben wir, was haben wir jetzt hier? Gelangweilter Fuchs. Okay, Auge des. Ja, wir brauchen eh Königstäbe, von daher. Why not? Krieg. Geil. Cool. Cool. Also sowas freut mich auch immer, wenn ich sowas gedroppt bekomme. Ich glaube, der war auch da hinten. Wir müssen ja auch mal vorankommen. Gut. War zwar knapp, aber ja. Haben wir das auch fertig? Nö, keine Lust. Ach komm, machen wir nochmal. Komm, einmal. Kann man das ja noch machen? Da ist der Zombie-Ritter. Zombie-Ritter? Kein Meister? Aber... Oh. Okay. Oh, wir brauchen wieder Steinchen. What the fuck? Oh Mann. Naja. Gut, das haben wir fertig. Magiestäbe. Gut. Aber... Nee, ohne Witz, mir war so, dass eigentlich der Zombie-Ritter hier droppt, spawnt. Aber gut, ich kann mich ja auch irren. Wäre so cool, wenn man einstellen könnte, welche Mobs jetzt hier einen... Also... Dings hat. Agro. Mal der Geisterschleim. Der ist auch schon da. Zombie Meister ist, Quatsch, ist ja der Boss.